Heidemühl. Früher spielten hier Kinder in den Gärten. Großeltern zogen ihr eigenes Gemüse. Und die Eltern arbeiteten in den Fabriken im Dorf. Heute ist hier Stille. Seit 10 Jahren stehen die Häuser leer. Ein Mahnmal. Was hier geschehen ist, soll sich nicht wiederholen. Die Braunkohle vertrieb die Bewohnerinnen und Bewohner aus ihrem Heimatort. Heidemühl soll den Baggern Platz machen. Sein Schicksal steht auf der Kippe. Braunkohlentagebau in der Lausitz hat schon 136 Dörfer vernichtet. In Heidemühl stehen die letzten Häuser noch. Die Ruinen mahnen. Wenn Politik und Industrie nicht auf erneuerbare Energien setzen, dann wird der Raubbau an der Kultur und Natur weitergehen. Seit 4 Jahren verfolge ich genau, was in der Lausitz mit der Braunkohle passiert. Schon im Studium habe ich mich wissenschaftlich mit der Umsiedlung der Menschen beschäftigt. Ein Thema, das mich bis heute nicht loslässt. Es macht mich wütend, dass in unserer Demokratie die Rechte der Einzelnen weniger zählen als die eines Wirtschaftsunternehmens. Aus Profitgier halten wir trotz besseren Wissens an der schmutzigen Braunkohle fest. Ich treffe beeindruckende Menschen. Sie haben die Kraft und den Willen, sich gegen die Konzerne zu stellen. Sie erzählen mir ihre Sorgen von der Bedrohung der Heimat, von ihren Träumen über Alternativen zur Kohle und von ihren Hoffnungen auf unberührte Natur. Diese Menschen sind zu Freundinnen und Freunden für mich geworden und ich begleite sie in ihrem unermüdlichen Kampf gegen die Braunkohlenverstromung in der Lausitz. Edith Penck aus Rhone ist Sorbin. Die intakte Natur ist wichtiger Bestandteil der sorbischen Kultur. Ihre Zerstörung für die Braunkohle ein Frevel. Edith Penck will das nicht hinnehmen. Erst wird die Natur kaputt gemacht und dann die Kultur. Ich sag, ohne Natur kann die Menschheit nicht existieren. Günter Juriszka aus Proschim sitzt für die CDU im Stadtrat von Welzow. Er streitet politisch für eine Zukunft seines Heimatortes. Er tritt ein für die Energiewende und gegen neue Tagebaue. Wir sagen, Energiewende lässt sich nicht aufhalten, weil sie weltweit jetzt in Angriff genommen wird und sich weltweit verbreitet. Da brauchen wir keine Konzerne mehr, denn das ist alternativ grundsätzlich nur am Standort. Matthias Berndt ist Seelsorger im bedrohten Atterbasch. Als Pfarrer will er die Schöpfung erhalten und weiß, wie sehr seine Gemeinde unter der drohenden Umsiedlung leidet. Wir haben hier zum Teil Höfe und Häuser, wo wir zurückverfolgen können bis ins 13. und 14. Jahrhundert, dass unsere Vorfahren hier gewohnt haben. Und das bedeutet uns etwas, das ist ein innerer Wert. Thomas Burchardt sitzt als Vertreter der Sorben im Braunkohlenausschuss Brandenburgs.
Außerdem ist er Sprecher der Bürgerinitiative Klinger Runde. Er leistet Widerstand für eine lebenswerte Zukunft in der Lausitz. Und wenn wir in der Lausitz zeigen, dass eine Versorgung mit Elektroenergie und bescheidenem Wohlstand auch in einem Industrieland möglich ist, mit nachhaltigen und erneuerbaren Energien, dann kann man den Beweis antreten, guckt, wir müssen nicht mehr in die Erde wühlen, sondern wir können direkt von der Sonne leben. Lausitz, der östlichste Zipfel Deutschlands. Sie erstreckt sich über den Süden Brandenburgs bis nach Sachsen. Im Osten reicht sie bis nach Polen. Vattenfall gräbt hier in 5 großen Tagebauen in Brandenburg und Sachsen nach Kohle. Am Rande dieser Tagebaue liegen 3 Kraftwerke, die die Kohle verbrennen und so Strom und Wärme produzieren. Damit die Kraftwerke auch in Zukunft genug Kohle haben, will Vattenfall neue Tagebaue erschließen. Die Lausitz ist das zweitgrößte Braunkohlenrevier Deutschlands. Nur im Rheinland wird mehr Kohle gefördert. Die Braunkohle spaltet die Lausitz. Seit mehr als 120 Jahren wird sie hier industriell gefördert und zur Energieerzeugung verbrannt. Sie ist wichtiger Arbeitgeber in der Region, aber gleichzeitig auch Fluch. Ein Lausitzer Sprichwort besagt, Gott hat die Lausitz geschaffen, der Teufel legte die Kohle darunter. Braunkohle wird in Deutschland in riesigen Tagebauen gefördert. Um an sie heranzukommen, müssen unzählige Pumpen das Grundwasser absenken. Nachdem die Häuser abgerissen und die Bäume gefällt sind, kommen die Bagger. Die riesigen Förderbrücken graben sich 60 Meter in die Tiefe, bis zur Kohle. Ein Prozess, der sich über Jahre hinzieht. Die Kohle jedoch ist schnell verbrannt. Ist ein Tagebau ausgekohlt, versprechen uns Politik und Bergbauindustrie auf der Kippe idyllische Naturparadiese. Thomas Burchardt ist in der Lausitz aufgewachsen. Er verfolgt die Pläne der brandenburgischen Landesregierung zur Tagebauerweiterung und kann diese genau analysieren. Der Hintergrund ist eine Initiative der Landesregierung, die 2007 eine Untersuchung gestartet hat, wie viel Bergbau ist in der Lausitz noch möglich. Das ist die sogenannte Clausthal-Studie. Und diese Clausthal-Studie ergab, dass es noch 7 potenzielle Tagebaupläne
Felder gibt, also Braunkohlefelder, die es sich lohnt, wirtschaftlich abzubaggern. Diese Pläne der Landesregierung haben natürlich für Unmut gesorgt, weil es ein Widerspruch gegen das Versprechen von Stolpe war, der gesagt hat, Horn ist das letzte Dorf, was abgebaggert wird. Und mit der Umsetzung der Clausthal-Studie müssten 30, 40 Dörfer zusätzlich wieder abgebaggert werden. Der Wissenschaftler Pao Yu-Oei arbeitet am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und hat an mehreren Studien mitgewirkt, die sich der Frage annehmen, ob Braunkohlenverstromung noch zeitgemäß ist. Studien wie die Clausthal-Studie vernachlässigen meiner Meinung nach mehrere Gesichtspunkte. Dies betrifft beispielsweise, dass es in einigen Bundesländern, wie beispielsweise in Brandenburg, auch eine eigene Energiestrategie gibt mit eigenen CO2-Zielen. Wenn man die teilweise auch etwas jüngeren Entscheidungen der Bundesregierung bezüglich CO2-Zielen ernst nimmt, wenn man die Energiestrategie Brandenburg ernst nimmt, die gewisse CO2-Einsparung bis 2030 vorsieht, dann sind diese nicht vereinbar mit der Clausthal-Studie als auch mit anderen Studien, weshalb man die Braunkohleverstromung in Brandenburg und in Sachsen deutlich reduzieren muss, um die Klimaziele einhalten zu können. Der Braunkohlentagebau hat in der Lausitz eine lange Tradition. Zur Mitte des 19. Jahrhunderts förderte die Bevölkerung noch mit Eimer und Schaufel die Kohle. Mit der Industrialisierung änderte sich das schlagartig. Maschinen und Gruben wurden immer größer. Immer mehr Land ging verloren. Im Jahr 1924 kollidiert zum ersten Mal der Hunger nach Energie mit dem Bedürfnis nach Heimat. Neulaubusch war das erste Dorf, das den Baggern zum Opfer fiel. 125 Sorbinnen und Sorben wurden aus ihren Häusern vertrieben. Mit Neulaubusch war für die Kohleindustrie der Anfang gemacht. In den kommenden 90 Jahren machte sie weitere 86 Dörfer und 49 Ortsteile in der Lausitz dem Erdboden gleich. Besonders gravierend: die 1980er Jahre in der DDR. Das Regime brauchte Energie für Volk und Industrie und fand sie in der Braunkohle. Die Kumpels in den 17 Tagebauen sorgten dafür, dass das Land weitestgehend unabhängig war von Wärme und Strom aus dem Ausland. Den Preis dafür zahlte jedoch die Bevölkerung. Noch heute ist die Lausitz bedroht. Dabei lebt hier ein Volk, das laut sächsischer Verfassung eigentlich als Minderheit geschützt sein sollte. Zu Zeiten der Völkerwanderung kamen die slawischen Sorben in die damals kaum besiedelte Lausitz. Die von ihnen gegründeten Dörfer tragen noch heute sorbische Namen. Ihre besondere Sprache, Kultur und Religion bewahren die Menschen bis heute. Doch ihr Lebensraum schrumpft. Die Bagger fordern Wald, Feld, Wege und Höfe. Nichts bleibt. Die Karte des sorbischen Siedlungsgebiets. Kaum noch Flächen, auf denen nicht gegraben wurde oder noch gegraben werden soll. Die wollen ja dann vieles erhalten, aber es kann ja nicht mehr gelebt werden. Es ist ja nicht mehr da, der Ursprung. Vor 1000 Jahren haben die Sorbische unser Land besiedelt hier. Wurden immer unterdrückt, in jeder Gesellschaftsordnung. Es ist dann immer notwendig, wenn man so will, dass jetzt ein Dorf abgebaggert wird. 136 Dörfer sind schon verschwunden durch die Kohle. 40.000 Menschen wurden vertrieben. Wenn ein Krieg alles bombardiert, kann man neu aufbauen. Siehe Dresden, die ganzen Städte, die wurden alle kaputt. Berlin, total Schaden, ne? Durch den Krieg. Aber mein Haus kann ich nie mehr aufbauen, wenn es zerstört ist.
da fehlt ja Grund und Boden. Ja? Wenn der Grund und Boden weg ist, ist alles tot. Die Lausitz wird durchlöchert wie ein Sieb. Und was bleibt? Kippe und nicht nutzbarer, unfruchtbarer Boden, nicht zur Landwirtschaft geeignet und schon gar nicht zur Wiederbesiedelung. Der Tagebau Nochten. Hier wird seit 1973 Kohle gefördert. 17 Millionen Tonnen jedes Jahr. Eine Fläche von 10.000 Fußballfeldern. Für die Bevölkerung verloren. Doch damit nicht genug. Es soll weitergehen. 2014 beschloss das Land Sachsen die Erweiterung des Tagebaus. 5 Dörfer und mehr als 1.600 Menschen müssten weichen. Eine der Betroffenen, Edith Penck. Die stolze Sorbin liebt ihren Garten. Für sie ist die Natur wichtigster Bestandteil ihres Lebens. Sie zieht seltene Kräuter, bedrohte Moose und rettet Sprösslinge stolzer Bäume. Bis um 2 Uhr ist lange. Heilig sind unsere Fluren und Dörfer. Steht auf dem Schild, das sie um den Hals trägt, wenn sie bei Protestveranstaltungen dabei ist. 2012 habe ich Edith Penck und ihren Sohn Christian kennengelernt. Sie nahmen mich mit in den Tiergarten oder das, was davon noch übrig war. Inmitten des Urwalds Weißwasser liegt der von Fürst Pückler angelegte Park. Dieses ganze Gebiet gehörte ja zur Pücklerschen Standesherrschaft Muskau. Er liebte dieses Gebiet und zog sich zurück und hatte hier in diesem Gebiet auch seine Forschung betrieben für die Gestaltung von Parks, auch für den Muskauer Park, für den Branitzer Park. Das ist immer für die Menschen hier unserer Region ein Plätzchen der Erholung gewesen. Es wurden sogar hier die Schüler in die FDJ aufgenommen, unter der Kastanie. Mir werden diese vielen alten Bäume fehlen. Vor allen Dingen, wenn man hier rausgefahren ist. Hier war eine ganz andere Luft. Der Märchensee. Versteckt hinter dichten Büschen und jahrhundertealten Bäumen. Ein Paradies für Frösche und anderes Getier. Bis 2012. Während der vergangenen 3 Jahre musste ich mit ansehen, wie seltene Arten und beeindruckende Bäume den Kettensägen zum Opfer fielen. Das einstige Naturschutzgebiet, heute eine Baumstumpfwüste. Nur noch ein Baumkreis erinnert an den Märchensee. Die Blutbuche, einst Ausflugsziel und später Symbol des Widerstands, ist gefallen. Edith Penck trauert. Der Wald, in dem sie ihre Kindheit verbrachte, ist für immer verloren. Durch den Beschluss, den Tagebau Nochten zu erweitern, steht nun auch ihr Zuhause auf der Kippe. Wenn ich auch nicht das schönste Haus vielleicht habe, da haben andere viel schönere, aber mir liegt das am Herzen, ich bin hier geboren. Ich habe hier beim Erweitern, beim Aufstocken jeden Stein mit in der Hand gehabt. Jeder Baum wurde ja hier mit Liebe gehegt und gepflegt über 70, 80 Jahre. Und das soll ich hergeben? Nie und nimmer.
Ich gebe hier keinen Zentimeter meines Bodens her und weiche hier nicht. Seite an Seite mit Edith Penck kämpft das Bündnis Strukturwandel jetzt, kein Nochten 2. Sie treten ein für eine lebenswerte Lausitz und kämpfen gegen die Braunkohlenpläne der sächsischen Landesregierung und Vattenfalls. Ich sehe, dass der Tagebau eigentlich ganz andere Probleme aufdeckt. Es könnte auch ein ganz anderes Thema sein. Es ist aber jetzt in unserem Fall einfach der Tagebau, der aufdeckt, dass wir hier in unserer Region starke Demokratiedefizite haben. Die Leute fühlen sich nicht beteiligt in diesem gesamten Planungsprozess. Man merkt es auch bei den Ausschüssen, ob das jetzt der Braunkohleausschuss ist oder Sitzung des Planungsverbandes. Wir haben kein Rederecht, wir dürfen nicht reden. Wenn wir uns das Rederecht nehmen, wird uns der Mund verboten. Ja? Fragen wir nach, was ist denn mit unseren Einwendungen, kriegen wir keine Antwort. Wir erfahren auch nicht, was mit unseren Einwendungen ist, wie die abgewogen werden, ob die als sinnvoll erachtet werden oder nicht. Das ist sozusagen der strukturelle Hintergrund, der dann bei den Leuten einfach zur Frustration führt. Egal, was ich sage, was ich mache, es ändert nichts. Und dann kommt noch die zwischenmenschliche, also die soziale Ebene. Dann sagt jemand, der nicht umgesiedelt werden möchte, laut, ich möchte nicht umgesiedelt werden, muss er befürchten, von seinem Nachbarn, der vielleicht bei Vattenfall arbeitet, angepöbelt zu werden. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass sich Mitarbeiter, die bei Vattenfall arbeiten und vielleicht zum Beispiel auch nicht überzeugt sind von dem ganzen Unternehmen, auch nicht trauen, ihre Meinung öffentlich dazu kundzugeben. Das ist eigentlich das Hauptproblem, was ich sehe. Wir haben ganz andere Probleme, nicht nur den Tagebau, wenn wir so leben, dass wir uns nicht mehr trauen, unsere Meinung öffentlich kundzutun. Und deswegen möchte ich, dass die Leute vor allem auch dafür sensibilisiert werden und lernen, wieder ihre Meinung öffentlich kundzugeben. Wichtiges Instrument dafür, die Zeitschrift Nochten heute. Das Bündnis informiert über aktuelle Entwicklungen und erklärt, was da eigentlich gerade vor sich geht. Jedes Jahr um die Osterzeit laden sie zu einem Spaziergang mit anschließender Kundgebung ein. Jahr für Jahr folgen immer mehr Menschen diesem Aufruf. Sie demonstrieren gegen die Erweiterung des Tagebaus Nochten und für den Erhalt ihrer Dörfer. Ich freue mich erstmal riesig. Und zwar besonders deswegen, weil ich bin jetzt hier viel rumgelaufen und habe festgestellt, dass extrem viele Leute aus unseren Orten hier vor Ort sind. Aber natürlich möchte ich auch alle ganz herzlich begrüßen, die von außerhalb kommen. Danke, dass ihr hier seid. Lasst die Bagger nur näher rücken. Sie werden euch Tag und Nacht beglücken. Für schnödes Geld werden Chroniken berichten, ließen die Menschen ihre Heimatorte vernichten. Wir weisen auf die Folgen der Verbrennung des fossilen Brennstoffes Braunkohle hin, auf die weltweiten, unumkehrbaren Folgen, aber auch auf die Folgen für unsere Region hier. Da uns der Herrgott nicht nur einen Bauch zum Essen, sondern auch einen Kopf zum Denken mitgegeben hat, verstehe ich diesen ganzen Irrsinn eben nicht. Eine Weiterführung der Tagebaue unter den heutigen Erkenntnissen. Ich würde wünschen, dass Sie noch mal überlegen, inwieweit es überhaupt energetisch notwendig ist, das Abbaufeld 2 zuzulassen. Dass es nicht nur Arbeitsplätze sind, die jetzt für einen kurzen Zeitraum gesichert werden müssen. Weil wenn wir alles abgebackert haben und nur noch große Löcher sind, dann will hier keiner mehr bleiben.
Was auf den Tagebau folgt, ist eine Wüstenlandschaft, die eine ganze Reihe von Problemen mit sich bringt. Diese Herausforderungen sind noch lange nicht bewältigt. Allgegenwärtig sind die Sperrschilder, die davor warnen, ehemalige Kippenflächen zu betreten. Rutschungen und Erdschläge könnten jederzeit auftreten. Aber auch der Tourismus im Spreewald ist in Gefahr. Durch das Wiederansteigen des Grundwassers werden Giftstoffe und Ockerschlamm aus den Böden gespült. Diese gelangen in die Flüsse und bedrohen Pflanzen- und Tierwelt. Selbst stillgelegte Tagebaue verursachen so neue Probleme, die die Lausitz noch Jahrzehnte beschäftigen werden. Die Kirche von Attawasch ist 800 Jahre alt. Sie überstand Krisen, Kriege und Diktaturen. Jetzt sollen sie und mit ihr die Dörfer Attawasch, Kerkwitz und Grabko abgebaggert werden. Als Pfarrer und Seelsorger in der Gemeinde kennt Matthias Berndt die Menschen. Er weiß ganz genau, was ein Tagebau bei den Betroffenen anrichten kann. Es ist ja so, dass im wahrsten Sinne des Wortes den Menschen der Erdboden unterm Hintern weggezogen werden soll. Und dass viele Menschen hier schon über Generationen wohnen. Und wenn man einem Baum die Wurzeln abschneidet, dann welkt er oder trauert er. Und genauso geht es den Leuten hier auch. Ihnen sollen die Wurzeln abgeschnitten werden. Wir wissen noch nicht, ob es passiert. Aber allein die Ankündigung, wir wollen euch die Wurzeln abschneiden, wir wollen euch hier weghaben, das bringt ganz große Verunsicherung. Und diese Verunsicherung führt eben zu zwei Möglichkeiten, die die Menschen haben. Das eine ist, sie werden depressiv. Das haben wir in verstärktem Maße hier. Dass sie also entweder sagen, es hat ja doch alles keinen Zweck und die machen ja doch mit uns, was sie wollen, bis hin zu suizidalen Gedanken. Die harmlosesten davon sind, hoffentlich bin ich tot, wenn die Umsiedlung kommt und wenn das hier weggerissen wird. Die weniger harmlosen sind also wirklich suizidale Äußerungen. Die Menschen in Attawasch, Kerkwitz und Grabko fühlten sich sicher. Schließlich versprach Ministerpräsident Manfred Stolpe in den 90ern, dass keine neuen Umsiedlungen geplant werden. Doch es kam anders. 2007 erfuhren die Menschen aus dem Radio, dass sie ihre Heimat verlieren sollen. Das wollen sie nicht zulassen. Sie gehen auf die Straße, organisieren Widerstand. im November wurde uns verkündet, dass hier der neue Tagebau eröffnet werden soll. Und da haben wir gesagt, wir wehren uns dagegen und machen am ersten Sonntag im Jahr unseren Sternmarsch. Schon von Anfang an hier, weil wir in dem Nachbardorf Groß-Gastrose wohnen, was dann auch vom Randgebiet betroffen ist. Und ich weiß selbst von Schulkolleginnen und Kollegen, die sind ja jetzt bei Forst angesiedelt worden, die sind ja vollkommen entschädigt worden. Die haben ja praktisch in Forst ein neues Dorf bekommen. Aber es ist einfach nicht mehr die Lebensqualität. Es ist kein gewachsenes Dorf mehr. Selbst finden sie sich in ihrem neuen Dorf nicht mehr als Dorfgemeinschaft zusammen. Es ist nicht mehr so historisch gewachsen. Wir sind in dem Alter, wo man sagen will, also wenn das in 10 Jahren passiert, bauen wir auch kein neues Haus mehr. Nicht? Was soll das bekommen? Nicht? Und wir verlieren unsere Heimat hier. Nicht? Wir müssen dann irgendwo anders hingehen.
Nicht? Und da wird man ja auch nicht mehr sich einleben groß. Das ist furchtbar, wenn man daran denkt, dass die ganze Heimat, was rundherum so ist, dass das alles verschwinden soll. Es ist großartig, dass Sie alle hierher gefunden haben. Und ich behaupte, es sind auch in diesem Jahr wieder mehr geworden. Man hat nämlich mit dem Widerstand, den wir hier leisten, überhaupt nicht gerechnet. Und wir kämpfen weiter, so lange, bis die Dörfer stehen bleiben. In diesem Sinne ein schönes Jahr, bis bald. Ich bin nicht gegen die Kohle, sondern ich bin gegen die Tagebauer mit allem, was dazugehört. Und das ist ja nicht nur, dass die Menschen vertrieben werden und dass die Kohle dann aus der Erde geholt wird und die Kippenflächen übrig bleiben, sondern das ist ja auch die Vernichtung von gewachsener Kulturlandschaft, in der wir hier leben. Und ich als Pfarrer stehe ja nur auch mal dafür, dass wir von unserem Glauben her einen Auftrag haben, der heißt, die Erde zu bebauen und zu bewahren. Von daher bin ich nicht gegen die Kohle, sondern ich bin dagegen, dass so mit der Natur umgegangen wird, dass so die Schöpfung missachtet wird, dass so mit den Menschen umgegangen wird, die über der Kohle wohnen und die meiner Ansicht nach einen höheren Schutzstatus haben als die da unten liegende Kohle. Die Kohle aus dem Tagebau Jenschwalde Nord. Sie soll im naheliegenden Kraftwerk Jenschwalde verbrannt werden. Eines der 5 dreckigsten Kraftwerke Europas. Hier wird pro Tonne Kohle 1 Tonne Kohlenstoffdioxid freigesetzt. Aus seinen Schornsteinen quillt jedes Jahr so viel CO2 wie 10 Millionen Privat-Pkw ausstoßen. Außerdem gelangen Schwermetalle wie Quecksilber und Arsen in die Umwelt. Franziska Buch ist Klima- und Energiereferentin beim Umweltinstitut München. Für sie steht fest, Braunkohlenkraftwerke sind ein Gesundheitsrisiko. Jedes Jahr stoßen deutsche Kohlekraftwerke zehntausende Kilogramm giftiger Metalle wie Quecksilber, Blei, Cadmium und Arsen, aber auch Feinstaub, Stickoxide und radioaktive Stoffe aus. Die feinen Schadstoffpartikel dringen dann in die Lunge ein und verursachen zum Beispiel chronische Atemwegserkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch Lungenkrebs oder Herzinfarkt. Und das Quecksilber wiederum verschmutzt Flüsse und Seen und dringt über den Fischverzehr in die Nahrungskette des Menschen ein und ist vor allem gefährlich für Kleinkinder und ungeborene Kinder, denn es schädigt vor allem das sich entwickelnde Gehirn. Man muss sich immer fragen, was ist die Zielstellung, die ich dahinter verfolge? Ist die Zielstellung, bei den heutigen Marktpreisen möglichst viel Gewinn für einen Konzern zu erwirtschaften oder aber die gesellschaftlichen Kosten möglichst gering zu halten? Und da muss man einfach sagen, dass Braunkohleverstromung die höchsten externen negativen Kosten hat, die beispielsweise durch Umweltverschmutzung, durch CO2-Emissionen, Quecksilberemissionen hervortreten. Da diese Kosten größtenteils nicht eingepreist werden, ist Braunkohleverstromung zu günstig. Wenn ich das mit einpreisen würde und versuche, die Umweltauswirkungen möglichst gering zu halten, kann es nicht wirtschaftlich sein, für ein Industrieland wie Deutschland Braunkohleverstromung auf dem heutigen Niveau fortzuführen. Und trotzdem, es soll weitergehen. Sachsen lässt sich nicht von seinem Kohlekurs abbringen. Der Plan, Nochten zu erweitern, ist beschlossen. Doch Edith Penck und das Bündnis haben Hoffnung. Eine Klage könnte den Tagebau noch stoppen. Auch in Brandenburg setzt die Landesregierung auf die Braunkohle. Sie plant den Tagebau Welzow Süd, um das Teilfeld 2 zu erweitern. Thank you.
Günter Juriszka wehrt sich dagegen. Seit 64 Jahren lebt er in Proschim, einem Dorf, das nun auf der roten Liste steht. Juriszka liebt seine Hofstelle und die weiten Felder der Gemeinde. Für sie wird er kämpfen. Die Pläne sind von Proschim, 1350 Hektar, die Gemarkung Proschim. Und die Pläne sind einfach auf 43 Hektar nahe dem Kraftwerk Schwarze Pumpe, dieser Dreck- und Giftschleuder, dieser Wolkenmaschine, uns auf 43 Hektar zu siedeln. Ja, ich habe schon die Frage gestellt, ob man das 10-stöckig machen will oder 12-stöckig, ist die Frage. Nein, einfach von der Bauernwirtschaft abgesehen, einen Kanickelstall hingestellt und dort sollen wir einziehen. Wird nicht sein. Wir geben kein Ziegel aus unseren Bauern, aus unseren vier Seitenhöfen. Wir geben keinen Baum aus unseren Wäldern. Wir geben keinen Quadratmeter Acker von unseren Äckern. Das ist erstmal hundertprozentig. Günter Juriszka musste mit ansehen, wie seit den 1960er Jahren 3500 Menschen dem Tagebau Welzow Süd weichen mussten. Wird der Tagebau erweitert, müssen er und 800 andere ihre Koffer packen. Mit erhobenem Haupt treten die Betroffenen diesen Plänen entgegen. Im Sommer 2013 war ich bei meiner ersten Protestaktion in Proschim. Während des Klimacamps gab es hier eine Demo gegen neue Tagebaue. Mit Treckern und traditionellen sorbischen Tänzen setzten die Proschimmerinnen und Proschimmer ein Zeichen. Ganz vorn mit dabei Günter Juriszka. Ich bin Ur-Proschimmer und bin selbstverständlich hier, um an dieser Aktion teilzunehmen, endlich diesen Unsinn, dieses Umweltverbrechen, ein Ende zu setzen. Ich möchte ausdrücklich allen Teilnehmern des Lausitz-Camps hier danken. Es war kein Proschimmer-Camp, es war es auch, aber es war ein Lausitz-Camp, es war ein deutsches Camp. Im Nachdenken über das Wunder, dass sich Menschen aus vielen Ländern der Erde für das kleine Proschim interessieren, zeigt sich der Wandel in dieser Welt und damit Hoffnung. Die Demo zieht von Proschim an den Rand des Ortes. Ein alter Bahndamm und eine Brücke sind die bisherige Grenze des Tagebaus Welzow Süd. Hinter der Brücke stehen nur noch die Ruinen des Ortes Heidemühl. Nun sollen auch die Häuser diesseits der Brücke weichen. Das nehmen die Menschen nicht hin. Sie haben in die Zukunft ihres Dorfes investiert. Auf ihren Dächern erzeugen Solaranlagen Strom, auf ihren Feldern drehen sich Windräder. Und die Gülle aus ihren Ställen wird zu Biogas. Die Kohle unter dem Dorf soll ein halbes Jahr das schmutzige Kraftwerk befeuern. Die Anlagen auf den Dächern und der Windpark gehen dafür für immer vom Netz. Das kann und will Günter Juriszka nicht verstehen. Proschim hat einen Anschlusswert von 15 Megawatt. Das heißt also, wir könnten möglicherweise bis 15.000 Haushalte, das heißt bis 35.000 Leute aus Alternativenergie versorgen. Das heißt, wir haben einen Anschlusswert Windkraftanlage von 13 Megawatt. Wir haben PV ungefähr von 1,1 bis 1,2. Also Photovoltaik. Also die großen Stationen habt ihr ja sicher gesehen. Wir haben eine Biogasanlage von 536 Anschlusswert. Es ist eine Grundlastmaschine. Wir sind eigentlich autark.
autark, das heißt, dass Prochim mehr Energie erzeugt, als es benötigt. Es ist ein Vorbild für die deutsche Energiewende. Ich kann einfach nicht glauben, dass dieses Dorf keine Zukunft haben soll. Gemeinsam mit Günter Juriszka fahre ich im Sommer 2014 ins brandenburgische Herzberg. Hier soll unter Ausschluss der Öffentlichkeit über die Zukunft Prochims entschieden werden. Die Menschen vor der Tür hoffen und mahnen. Gegen Mittag die Entscheidung. Quadratmeter vom Hof, nicht einen Ziegel, nicht einen Baum, Dieter. Nicht einen Baum, kannst du wissen. So geht es nicht mehr, was ihr hier tut. Also meine sehr verehrten Damen und Herren, heute ist das Kabinett zu der Entscheidung gekommen, dass es aus Allgemeinwohlgründen notwendig ist, den Braunkohleplan zur Weiterführung des Tagebaus Welt zu Süd zu beschließen. Die Lausitz ist erneuerbar, macht uns Wind und Sonne klar. Die Lausitz ist erneuerbar, macht uns Wind und Sonne klar. Mit diesem neuen Tagebauplan widersprechen sowohl die SPD und die Linken eigentlich ihren gemachten Versprechungen den Bürgern gegenüber. Stolpe hat gesagt, kein Horn ist das letzte Dorf. Und die Linken haben 2008 beim Volksbegehren mitgemacht, kein neuen Tagebau. Das, was hier passiert, ist demokratieschädigend nur einmal. Die Entscheidung von Herzberg, eine Enttäuschung für die Betroffenen. Die Politik spricht von Gemeinwohl. Doch was soll das sein? Gemeinwohl heißt, keine neuen Tagebaue. Da sind sie sich einig. Der Protest muss jetzt sichtbar werden. Die Anti-Kohle-Kette soll im August 2014 ein Zeichen setzen. Die 8 Kilometer lange Menschenkette will die Orte Grabice in Polen und Kerkwitz in Deutschland symbolisch verbinden. Ein starkes Zeichen. Ob es gelingt, bleibt bis zur letzten Minute spannend. Den Lausitzerinnen und Lausitzern ist klar, die Braunkohle ist nicht allein ihr Problem. Die Klimaauswirkungen sind global. Deshalb finden sie Unterstützung bei großen Umwelt- und Naturschutzverbänden. Ein breites Bündnis formiert sich. Thomas Burchardt ist Mitorganisator der Menschenkette. Bei ihm laufen die Fäden zusammen. Wenn 40 Busse und tausende Menschen zu einer Protestaktion zusammenkommen, sind viele Fragen zu klären. Parkplätze, Toiletten, Mitfahrgelegenheiten. Die Shuttlebusse? Ach, es geht um die Shuttlebusse. Es geht um die Shuttlebusse. Wir haben ja so eine super Meta-Logistik-Tabelle, wo welche Busse hinkommen und wie momentan die Zahlen von den Aufgeteilten sind. Also bis auf die Locals, die eben spontan mit dem Auto kommen, haben wir da ja sozusagen eine genaue Aufteilung, dass Großgastrose und Kerkwitz gleichmäßig gefüllt sind. Die Kerkwitzer haben im Prinzip die Aufgabe, vor ihre Haustür zu treten und dort die Menschenkette zu machen. Also hier rechts, also in Ordnung. Hier nicht, hier stehen die Busse. Okay. Wenn sie jetzt am Bahnhof stehen, macht es gar keinen Sinn. Gibt es irgendwo noch so eine Stelle, wo man hier so Autos auf 500 Meter parken könnte? Also man muss damit rechnen, also wenn man sieht, wenn 500 Leute kommen, als Beispiel, da sind 300 Autos ungefähr. Der große Tag. Jetzt wird es ernst. Thomas lässt es ruhig angehen. Der Tag kann beginnen. Es läuft alles, ab jetzt ist nichts mehr zu ändern. Jetzt ist die Maschine nicht mehr zu stoppen. Gucken wir mal. Na dann. Heute ist Thomas nicht allein am See. Denn auf dem Campingplatz übernachten viele Menschen aus ganz Europa, die angereist sind, um sich mit dem Lausitzer Widerstand solidarisch zu zeigen. Sie alle wollen sich in die Menschenkette einreihen. So auch die schwedische Energieexpertin M. I'm burning for the climate and I'm ashamed of our state-owned company that is doing this in the name of Sweden. So I want to send a message to the Swedish politicians that they need to stop this madness. 77% of the Swedes, from an opinion poll that Greenpeace Sweden did, say they don't want Vattenfall to build new lignite mines. But the politicians have to listen to the people. Vattenfall ist ein schwedischer Staatskonzern. In seiner Heimat gibt sich der Energieversorger einen grünen Anstrich. In der Lausitz gräbt er nach schmutziger Kohle. Das passt nicht zusammen. Das finden auch die schwedischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Menschenkette und fordern von ihrer Regierung, sich von der Braunkohlenförderung zu verabschieden.
Am Kerkwitzer Bahnhof kommen immer mehr Menschen an und langsam füllt sich die Strecke auf beiden Seiten der Neiße. Ich treffe viele bekannte Gesichter. Selbst Edith Penck ist aus der Region Nochten angereist. Für mich ein bewegender Moment. Bei bestem Sommerwetter scheint das Ziel greifbar nah. Um 14 Uhr läuten die Glocken in Großgastrose, als Zeichen, dass die Kette steht. Gerade geht die SMS durch. 7500 Leute. Die Kette ist geschlossen. Es hat sich alles gelohnt, Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass irgendwann alle betroffen sind. Nicht nur die vom Tagebau betroffen sind, sondern auch die von Grundwasserabsenkung, die von der braunen Spree und irgendwann auch in allen Ländern der Welt vom Klimawandel. Es ist geschafft. Die Kette ist auf 8 Kilometern geschlossen. Und die Lausitz hat mit Hilfe internationaler Solidarität die größte Protestaktion erlebt, die es hier jemals gegeben hat. Die größte Antikohleaktion der Geschichte Deutschlands. Eigentlich sollte die Doku an dieser Stelle enden, mit einem positiven Zeichen. So kann es nicht weitergehen, denn die Menschen wehren sich. Während wir uns in den Schnitt zurückzogen und Stunden um Stunden an Material sichteten, entwickelte sich die Geschichte weiter. Das Thema Braunkohle war in den Medien angekommen und immer mehr Kanäle berichteten. Der Druck in der Öffentlichkeit wuchs und die schwedische Politik konnte nicht länger wegsehen. Ende 2014 bestätigt sich ein Gerücht, das schon länger die Runde machte. Vattenfall als Bergbautreibenden will hier die Segel streichen. Sie haben eine Verkaufsoption veröffentlicht. Das heißt, sie suchen jetzt jemanden, der ihre Braunkohlensparte kauft. Hintergrund ist, dass Vattenfall es nicht geschafft hat, die Klimaschutzziele, die sie sich vorgenommen haben, einzuhalten. Im Frühjahr 2015 treffe ich meine Freunde erneut zum traditionellen Osterspaziergang. Es gibt nur ein Thema. Die Unsicherheit aufgrund des geplanten Vattenfallverkaufs. Niemand weiß, wie es weitergehen wird. Weitere Verhandlungen sind nicht mehr möglich, weil niemand weiß, mit wem überhaupt verhandelt werden muss. René Schuster von der Grünen Liga ist seit vielen Jahren im Braunkohlenwiderstand. Für die Umweltverbände sitzt er im Braunkohlenausschuss des Landes Brandenburg. Er kennt die Materie und hat seine Meinung zu einem möglichen Verkauf. Wir sind ja dafür, dass man schrittweise die Braunkohlenutzung auslaufen lässt in der Lausitz. Und wenn es jemand kauft, dann kauft er ja zum Weiterbaggern. Deswegen haben wir immer es für die beste Lösung gehalten, wenn es bei Vattenfall bleibt. Und das Unternehmen, das ja das Ziel einer nachhaltigen Energieversorgung im Grunde schon vorgegeben bekommen hat von den Eigentümern, dass dieses Unternehmen dann mitwirken muss, diese Umgestaltung in der Lausitz hier vorzunehmen. Wir wünschen uns zum einen, dass das Vattenfall als Konzern in der Lausitz bleibt. Weil Vattenfall in seinem Portfolio ja bei weitem nicht nur die Braunkohle hat, sondern auch die erneuerbaren Energien. Wir wünschen uns also, dass das Vattenfall in Bezug auf die erneuerbaren Energien hier in der Region bleibt, die Beschäftigten übernimmt und dementsprechend als starker und ja schon auch verlässlicher Arbeitgeber dann in der Region bleibt.
Das ist das eine. Wir wünschen uns natürlich, dass auch einfach andere, andere Wirtschaftsbranchen, die hier eben auch weggehen, weil sie einfach durch die Kohle verdrängt werden, wieder Raum bekommen, sich hier anzusiedeln und auch tätig zu werden. Die Braunkohlengegner haben ein Etappenziel erreicht. Ihre Stimme wird deutschlandweit gehört. Es müssen aber Taten folgen. Deshalb darf der Protest nicht nachlassen. Im Frühjahr 2015 tut es das Rheinland der Lausitz gleich. Mit einer riesigen Menschenkette formiert sich hier der Widerstand gegen RWE. Und diesmal zeigen sich die Lausitzerinnen und Lausitzer solidarisch. Am frühen Morgen geht's in dem Raumkohlewiderstand, diesmal nicht in die Lausitz, sondern ins Rheinland. Dort ist eine Menschenkette. Wichtig ist, dass es stattfindet und dass wir unsere Teilnahme zeigen, nicht Anteilnahme, sondern Teilnahme zeigen, weil die Unterstützung, die wir vor einem Jahr hatten, die war gigantisch. So, liebe Lausitzerinnen, liebe Lausitzer, ist ja schön, dass ihr ins Rheinland geschafft habt. Aber wenn ihr wirklich im Rheinland sein wollt, müsst ihr ja auch dahin gehen, wo das Rheinland Kohle abbaut. Und ich habe gehört, das ist in diese Richtung. Danke! Genau. Vorwärtsmarsch, Besetzung, Kohlekette auf! Der wartet schon auf euch. Okay, wir werden erwartet. Vielen Dank für eure Solidarität. Gerne, wir danken für eure. Tschüssi. Dasselbe Problem und man kann den Leuten, die hier sind, auch beistehen, so wie sie uns letztes Jahr beigestanden haben. Und Solidarität unter den von Braunkohlebergbau Betroffenen ist total wichtig, weil die Erneuerbaren sind soweit, die Stromversorgung in den nächsten 10, 20 Jahren vollständig abzulösen von fossilen Atom, Kohle. Und deswegen ist es total wichtig, dass wir eigentlich jeden Monat so ein Event machen, aber wenn es einmal im Jahr ist, dass man so eine weite Busfahrt antritt, dann reicht es auch einmal im Jahr. Kette steht? Kette steht? Kette steht, hat Sven durchgesagt. Die Kette ist ein Zeichen, dass ein deutschlandweiter Protest gegen die Braunkohleverstromung ist und für die Energiewende und für den Kohleausstieg. Macht das Mut? Der Zusammenhalt quer durch Europa, quer durch Deutschland ist gut, tut den Menschen gut. Auch vor allen Dingen denen, die unter den Bedingungen, die Kohleverstromung hat, zu leiden haben. Und das ist ein Zeichen auch für den Klimaschutz weltweit sein kann. Und die Hoffnung wächst. Die Hoffnung natürlich, dass in dem Sinne die Tagebaupläne nicht so umgesetzt werden, wie sie angedacht sind. Deutschland ist Vorreiter beim Atomausstieg. Zur echten Energiewende gehört aber auch ein Ende der klimaschädlichen Braunkohlenverstromung. Es ist definitiv ein Rückgang, der zu erwarten ist. Und das steht auch nicht erst seit heute fest, sondern schon seit mehreren Jahren. Es wird allerdings in einigen Regionen und von einigen Konzernen immer wieder verleugnet. Und da ist es meiner Meinung nach auch an der Politik, ehrlich zu den Leuten vor Ort zu sein und ihnen einen klaren Strukturwandel und einen Ausstiegsplan aus der Braunkohle aufzuweisen. Hier könnte genauso wie beim Atomausstieg ein Konsens mit den beteiligten Gruppen von Energiekonzernen über Gewerkschaften bis hin zu Umweltschutzorganisationen erarbeitet werden. Noch ist es zu früh, den Kohleausstieg zu feiern. Er wird aber zumindest schon politisch diskutiert.
Es gibt viele gute Gründe. Die sozialen, ökologischen und gesundheitlichen Kosten der Braunkohle sind zu hoch. Menschen werden vertrieben, Natur und Kultur unwiederbringlich zerstört. Und wir sagen ja auch nicht, Braunkohle stopp sofort. Sondern wir sagen, wenn die Tagebaue, die jetzt genehmigt sind und die laufen, wenn die ausgekohlt werden, dann haben alle, die jetzt im Tagebau arbeiten, bis zu ihrer Rente und ihre Kinder und Enkel mit der Rekultivierung genügend Arbeit. Allein in Lochten 1 haben wir immer noch ausreichend Kohle, um bis in die 40er Jahre die Kraftwerke befeuern zu können. Ja? Und diese Zeitspanne sollte uns bei weitem ausreichen, um mit dem Strukturwandel jetzt hier wirklich tatsächlich mal zu beginnen und ihn nicht von Jahr zu Jahr immer weiter zu vertagen. Der Strukturwandel ist längst überfällig. Die Menschen fordern von der Politik ein klares Bekenntnis zu den Erneuerbaren. Sie wollen sich ihre Heimat nicht nehmen lassen. Die Menschen erleben ja, wie ihnen Unrecht geschieht, aber ihnen wird das als Recht verkauft. Und das in dem Sinne, das ist eine Spannung, die dort sich bei den Menschen aufbaut, dass es rechtmäßig ist, dass sie ihr Eigentum verlieren, dass es rechtmäßig ist, dass sie nicht mehr hinfahren können, wo sie wollen, dass es rechtmäßig ist, dass sie kein Grundwasser mehr haben, dass es rechtmäßig ist, dass die Straßen weg sind und so weiter. Und das verstehen sie nicht. Wir werden all diese Ungesetzlichkeiten versuchen, untersuchen zu lassen. Scheitern wir in Cottbus bei den Verwaltungsgerichten, gehen wir zu den Oberverwaltungsgerichten. Das ist doch klar. Und da wird es eigentlich schon funktionieren. Wie gesagt, die kommen wieder darauf zurück. Oberverwaltungsgerichte entscheiden wahrscheinlich mutiger und entscheidender. Also aufgeben ist nicht... Niemals. Wir gehen bis zur allerletzten Instanz. Das ist erstmal klar. Als ich vor 4 Jahren das erste Mal am Tagebaurand stand, habe ich mir nicht träumen lassen, was heute möglich scheint. Die Erneuerbaren haben die Braunkohle im Energiemix überholt. Und noch nie wurde so offen und breit über die Zukunft der Braunkohle in Deutschland diskutiert. Noch nie war der Protest gegen die Kohle so stark. Die Ära der Braunkohle ist vorüber. Und der Widerstand darf jetzt nicht nachlassen. Er braucht Unterstützung und wird seinen Beitrag zu einem politischen Umdenken leisten. Wenn alle irgendwas Kleines machen würden, ich glaube, dann hätten es diese Firmen, die unsere Lausitzer Heimat hier auskohlen, die uns die Schätze aus der Erde holen, dann hätten es die ein bisschen schwerer.